Hallo Leute, da ist der Teamkampf von heute, beziehungsweise die Teamkämpfe von heute. Ich fange an mit Server 2 Hardcore Heroes gegen The Best Heroes Ever. Dies ist ein besonderer Teamkampf, denn im Vornherein wollten wir den The Best Heroes Ever, unsere Mu-Trophäe, die wir gestern leider gewonnen hatten, abdrücken. Deswegen hieß es, nackt ausziehen, Leute, und Spaß haben. Mal schauen, wie viel sich daran gehalten haben, wie viel online waren, um sich nackt auszuziehen. Ich bin auf alle Fälle einer davon und ihr werdet mich mal, ja, so gut wie nackt erleben. Viel Spaß. Ice-T fängt hier an, ist schon mal halbnackt, also nicht komplett nackt. Ah nein, doch nicht. Ja, ich muss euch kurz sagen, mein Internet ist seit heute wieder ein bisschen fail. Das heißt, es könnte wieder zu einigen Verzögerungen kommen in Sachen Kleidung etc. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Forever Alone von The Best Heroes Ever hat sich nicht zum Kampf angemeldet. Insgesamt sind drei Trophäen, glaube ich, für The Best Heroes Ever. Und wir haben volle fünf Trophäen. Genau, wir haben volle 5 Trophäen. Bandy hat sich auch nicht ausgezogen. Und sie haben 3 Trophäen, ja. Bandy besiegt hier Krichton und Enrique 1231 für The Best Heroes Ever geht an den Start. Wie gesagt, also wir wollen hier diesen Teamkampf unbedingt verlieren. Ich weiß, es war bei dem anderen Teamkampf gestern, glaube ich, auch der Fall. Da ist es kläglich nach hinten losgegangen. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier, obwohl es am Anfang jetzt nicht so danach aussieht, weil wir schon ziemlich stark sind. Bobby jetzt auch komplett angezogen. Hier möchte ich mal kurz ein Lob an unseren Egoist, ja, aussprechen. Er hat innerhalb, also heute früh gab es ja das neue Update, was bei vielen auf Kritik stieß, weil, ja, also man brauchte, glaube ich, 1200 Donuts, um die weiteren 5 Teamplätze auszubauen. Unser Egoist hat dies gleich gemacht, was ich auch sehr gut finde, aber er sieht es langsam wirklich, genauso wie viele anderen aus unserem Team, nicht mehr ein, so viele Donuts hier reinzustecken, weil es wirklich langsam zu große Ausmaße nimmt. Man findet so schon nicht 25 Leute, die wirklich aktiv sind und jeden Tag die komplette Energie machen, das komplette Training und sich für die Teamkämpfe anmelden. Und jetzt noch 5 weitere, ja, reinzubringen, ist für meine Meinung nach sehr sinnlos. Und da sollten sich vielleicht die Macher von Hero Zero mal an die eigene Nase greifen und schauen, ob man da nicht vielleicht die falsche Richtung einschlägt und vielleicht lieber mehr auf die User-Vorschläge in dem Forum bisschen achtet, weil da sind ab und zu doch wirklich gute Vorschläge dabei und nicht solche wie zum Beispiel, ja, wir wollen mehr Team-Member in unserem Team haben, weil schon bei 25 verliert man ein bisschen den Überblick und man kann keine ordentliche Teambeziehung, sage ich mal, aufbauen. Wenn jetzt noch 5 weitere dazukommen, also meiner Meinung nach ist das völliger Schwachsinn. Quabbelix macht hier ordentlich Dampf und ich glaube, so wie es zurzeit aussieht, werden wir dieses Ding hier nicht verlieren. Ist eigentlich schade, aber wie gesagt, die ja, Benachrichtigung von unserer, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Discavio? Kann sein, Discavio war's. Kam ziemlich spät. Sie kam erst kurz vorm Teamkampf. Und da kann man nicht erwarten, dass jeder online ist. Gerade jetzt in der Woche, wenn einige noch arbeiten sind und so, das geht dann einfach nicht. Schmitzbacke ist jetzt gegen Skip 90. Vadim Vadik, jetzt für die The Best Heroes Ever. Besiegt unseren Schmitzbackes. Und da, Glen Moranji. Sie hat sich dran gehalten und ist komplett nackt. Bis auf natürlich das natürliche Zeug wie Schlüpfer und Oberhemd. Aber naja, das schauen wir mal, wie sich das hier jetzt noch weiterentwickelt. Vadim Vadik hat sie besiegt und Januschel komplett angezogen, leider Gottes. Whoa!
Maracala für The Best Heroes Ever. Sie hat, glaube ich, an, nur bei mir wird es wieder später angezeigt, weil mit den... Ja, genau, jetzt sieht man's. Sie hat sich komplett angezogen, ist ja auch klar. Besiegt hier Janushel und Delia jetzt auch komplett angezogen, in voller Montur. Das ist wirklich, wirklich schade, sag ich mal. Aber eigentlich sollte man, wenn man sowas vorhat, das wirklich auch dann ankündigen per Rundmail. Wenn, ja, an den Abend zuvor, damit alle noch genügend Zeit haben, um das auch umzusetzen, weil so bringt das eigentlich nichts, wenn man das erst heute Morgen irgendwann um 10 oder um 11 abschickt, da ist fast keiner online von den Hero Zero Boys. Und dann machen es dann nur noch wenige und das bringt es dann einfach nicht. Unser toller Held jetzt am Start gegen den Bambu-Schaman. Enthalpie jetzt für die Best Heroes Ever, wie gesagt, also das wird nichts mit verlieren, wir werden die Mut-Trophäe behalten, schade, 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 aber wir müssen halt damit leben. So haben wir wenigstens Ehre gewonnen, ist ja auch was. Intrust jetzt, hat sich dran gehalten, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, es sieht... verdächtig danach aus, dass er doch volle Montur anhat. Nur mein Internet wieder mal rumfuckt. Habe ich jetzt nicht, konnte ich jetzt nicht beurteilen. Nun ja, Shockwave gegen Reagan, das ist ein leider, ich sag mal wirklich leider, ein klarer Sieg für uns. Auch wenn jetzt hier noch einige platt gemacht werden, es wird nicht reichen, um uns hier noch komplett zu besiegen. Vielleicht sieht man mich ja noch hier komplett fasernackt. Das wäre ja eine schöne Vorstellung, vielleicht für den einen oder anderen. Ihr wisst, was ich meine. Glied, unser Glied jetzt gegen Pitbull Killer. Wird hier von ihm auch noch besiegt. Das heißt, ich könnte hier wahrscheinlich noch die Chance bekommen, mich kämpfen zu sehen. So, jetzt unsere Delphi hat sich auch nicht ausgezogen. Komisch, komisch, komisch. Wer hat sich denn überhaupt ausgezogen, außer Glenn Orangi und ich? Das wüsste ich ja wirklich gern mal. Soweit ich weiß, haben wir eh noch Melonen, das heißt, es wird eh nichts nützen hier noch irgendwie, dass sich jeder ausgezogen hat. Nightmare wird Pitbull Killer hier besiegen, gegen Lex wird er keine Chance mehr haben. Und das heißt, man sieht mich noch nackt kämpfen. Nightmare, komm. Ja, dann macht er noch einen kritischen. Und jetzt ich. Nackt, komplett nackt, nur mit meiner Brille, meiner Schlippi und meinem Hemd bewaffnet, stehe ich hier, versuche gegen Lex hier zu agieren, aber es klappt nicht, es klappt nicht. Wild Beast, jetzt, er ist glaube ich nicht nackt, das ist wieder mein Internet, das heißt, sein Ganzkörperanzug und seine Schuhe werden noch geladen, werden es wahrscheinlich nicht packen. Jetzt kommt Egoist und er wird wahrscheinlich eine Melone tragen. Egoist ist auch komplett nackt. Ja, aber er hat die Melonen. Das ist das Problem, wenn man sie vorher auflädt. Also, es wird knapp. Vielleicht schaffen, wenn sie sich jetzt alle nicht angezogen haben. Oh nein, Discavio hat sich... Ist die angezogen? Ja, die ist angezogen. Wer hat mir dann die Nachricht geschrieben? Das war doch Discavio. Naja, egal. Wir haben diesen Kampf so oder so gewonnen. Die Nachricht kam einfach zu spät. 820 Team-Ehre ist auch etwas... 21.000 Münzen in Belohnung, das ist auch schön. Und ich sage tschüss, bis zur Verteidigung. Nee, bis zum Angriff, oder was? Ach, ich weiß es nicht. Egal, bis später.